Hallo liebe YouTuber, es ist Herbst und ihr wollt Herbstgrenze, ich weiß, aber wir haben so ein schönes herbstliches Event und zwar wir sind hier in Wiesbaden, mitten im Wald und wir sind hier in der schönen Hubertushütte und hier dekorieren wir gleich eine Hochzeit in ganz tollen orangen herbstlichen Tönen und wir haben das ganze Auto voll geladen und sind hier, naja, sind schon ein paar Kilometer, es ist ein bisschen Weg und sind, Moment, ich muss auch mal aufschließen, so, und sind hier den ganzen Weg gefahren und haben hier einiges zu tun. Wir haben hier wunderschöne Tischdeko in diesen Gläschen. Ja, die Gläschen, eine kleine Erklärung dazu, die haben so ein Schraubgewinde hier auch und das haben wir schön verkleidet, indem wir ein Bändchen nehmen und da haben wir so schöne Blumen, da haben wir Germini. Das ist die Pompom-Sorte der Germini, die ist so gefüllt. Dann haben wir eine ganz tolle Germini, die nennt sich Espresso, wie der Kaffee. Ja? Und mit ihr, also dieser herrliche, cremige Ton. Dann haben wir ein oranges Schleierkraut. Dann haben wir als Dromerien eine Inka-Lilie in Orange. Und Eustoma, also die Lysianthus, die auch in Aprikot, also das sind Farben und Sorten, die es selten gibt. Und was wirklich toll ist hier, das Orange, das ist auch eine Staude, das sind Montbretien. Also nur die schönsten Sachen haben wir für unsere Braut ergattert, die jetzt hier diese tollen Herbsttöne spiegeln. Und wir gehen jetzt dann gleich in die Location und haben diese vielen Kisten dekoriert. Wir haben Blütenblätter, wir haben einen Traubogen, wir haben den Brautstrauß. Also es gibt drin noch viel zu sehen, wir haben Stehtische. Und das zeige ich euch dann eins nach dem anderen. Kommt mal mit, bis gleich drinnen. So, jetzt gibt es noch mal ein anderes Thema. Hier sieht's ziemlich wild aus. Und das sind jetzt hier noch die Reste von Weinreben. Und die Weinreben, hier sieht man schon auch, was wir da draus machen. Wir arbeiten schon an, ja, wir machen Vorbereitungen für Weihnachten. Das ist ziemlich Arbeit, die zu machen, weil da braucht man so richtig kräftige Hände. Und ich laufe jetzt mal hier rüber zur Kollegin. Und da wird hier also gewickelt und gedrahtet und diese Ranken, ja, also von, was sind das, von den Weinen, vom Wein, die Ranken? Ja. Das ist ja, ja, also die werden jetzt hier gewickelt und wichtig daran ist auch, die in ein schönes, ja, wie man hier sieht, die in ein schönes Höhenprofil zu bekommen, ja, dass die nicht so flach sind, also nicht nur, genau, wir peitschen hier ein bisschen um uns rum und versuchen immer diese großen Dinger zu bändigen und die dicksten Teile davon, die haben wir tatsächlich zu zweit festgehalten. Das waren also hier, wenn ich mal die Hand dran halte, das sind hier jetzt die richtig dicken Rankenteile und da, ja, das ist so die kleine Vorschau auf die Weihnachtszeit und es wird ja im Sommer und im Herbst wird Weihnachten auch vorbereitet und da werden die tollen Naturmaterialien geschlungen, weil das Problem ist, wenn wir das jetzt nicht machen und wenn wir das jetzt nicht ausnutzen, dass die so biegsam sind, dann werden die trocken und dann krachen die gleich. So, und jetzt ist also die Zeit frisch geerntet und noch der grüne Saft drin und dann, genau, und da kämpfen wir also schön mit weiter. Aber das war jetzt nur der kleine Ausflug, was hier so los ist und wie es hier so aussieht. Nicht so ordentlich wie sonst, wenn wir Video drehen, aber es macht nichts. Ja, so und jetzt geht's noch mal weiter. Ich wollte euch noch mal zum Thema Herbstkranz auch was sagen. Und dann wollte ich euch noch einen Nachtrag geben zum Thema Hortensienkranz vom letzten Mal. Also der Hortensienkranz, den ich das letzte Mal gemacht habe, der ist natürlich schon längst auf Reisen. Und es ist auch mit der rosa Kerze, die wir noch hatten im letzten Kranz. Die zeige ich euch noch mal. So, das letzte Mal hatten wir im Kranz eine rosa Kerze und da habt ihr auch gemeint, richtigerweise, dass das natürlich wegen dem Thema Brandschutz ja gefährlich ist. Also zum einen entweder
Man erhöht die Kerze im Kranz mit einem schönen Gefäß, also wenn die runterbrennt, sodass man die immer ein bisschen höher holt, um die Brandgefahr zu mindern. Oder es gibt natürlich noch die andere Variante, die wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben das Glas hier mit farblich zu den Hortensien passenden Steinchen gefüllt und haben das Teelicht damit erhöht und haben jetzt das Teelicht ins Glas gesetzt. Ja, das sind also die Varianten. Und dann kann man mit diesen schönen Hortensien, guck mal, was ich hier für Schätze habe in meinen Vorräten. Also wir versenden auch Hortensienkränze. Schickt mir einfach eine E-Mail, schreibe ich euch noch mal rein. Und dann gibt es noch so einen Hinweis, also Hortensienkränze sollte man nicht draußen aufhängen. Die sollte man schon drin lassen. Die trocknen wunderschön ein. Oder wenn man dann so einen trockenen Kranz hat, und wenn er irgendwann beige wird, was der leider auch dann tut mit der Zeit, dann könnte man den theoretisch auch noch sprühen. Den haben wir jetzt einfach Gold gesprüht und er hängt hier und hält. Aber er ist drin und wenn die draußen, wenn man die Nachtfeuchte hat, dann halten die Hortensien das leider nicht durch. Ja, das wollte ich euch nur noch mal gesagt haben und euch mal diese traumhaften Farben zeigen. Ich bin total happy mit diesen schönen Materialien. So, jetzt geht's aber endlich los zu dem Video zu unserer Herbsthochzeit. So, also wir haben eine Dekoanleitung vom Brautpaar bekommen. Und zwar, es kommen auf jeden Tisch zwei, Moment, ich muss das erstmal trennen, die verhaken sich ineinander. Zwei solche Gläschen kommen auf jeden Tisch. Das sind so lange Tafeln. Und in der Mitte von jedem Tisch, da haben wir dann den Wunsch, da soll ein Weinlaub und Kerzen, oh, die Kerzen, die sind noch da drüben. Das muss ich gleich mal zeigen, wenn das fertig ist. Und zwar, da kommt auf jeden Tisch dann ein Weinlaub und zwei Kerzen. Und die zweite muss ich noch holen, die ist größer, die werden mit Blüten umlegt. Und für die Stehtische, die Braut liebt Sonnenblumen. Und für die Stehtische haben wir eine ganz schlichte Lösung. Da machen wir einfach nur eine Sonnenblume auf dem Weinlaub. Und das ist doch auch eine ganz schlichte, schöne Deko. Und es ist einfach toll dekoriert mit geringen Mitteln. Und ihr kennt mich ja, ich versuche immer mit einfachen Mitteln viel Wirkung zu erzielen. Das ist eigentlich immer so mein Hauptziel. Aber wir machen uns jetzt erstmal ins Dekorieren und diese Kisten müssen jetzt mal verteilt werden, dass das hier richtig festlich wird. Und das passt auch mit diesen Orangetönen wunderschön in die Location, mit diesen dunklen Balken. Also, ich finde, das haben sie super ausgesucht hier drin. Wie ihr mich kennt, nutze ich immer die Gaben der Natur zum Dekorieren. Hier habe ich jetzt einfach Weinlaub genommen. Weinlaub eignet sich nicht nur zum Abdecken von Gesteckunterlagen, dass man den Steckschaum nicht sieht. Da lässt sich super schön durchstechen, wenn man Gestecke macht. Weinlaub ist auch eine sehr schöne Unterlage. Ganz einfach auf den Tischen, also relativ schlicht. Und einfach auf jedes Weinlaub eine Kerze, eine große, eine kleine. Da fehlen jetzt natürlich noch die Blüten, weil da kommt noch ein schöner Blütenkopf dran. Und so ist jetzt erstmal meine Aufgabe auf jedem Tisch. Und ihr seht schon, der Floristengriff, ja, der Floristengriff ist immer, dass die Kerzen, also dass die Dochte gerade sein müssen. Weil wir machen vor allem in der Adventsausstellung, da haben wir ja haufenweise Kerzen. Und wenn wir da Fotos machen, dann ist das eigentlich so, ja, dann geht es gar nicht, dass so ein Docht so liegt. Und da wird von uns immer jeder Docht erstmal aufgestellt, dass der ganz perfekt sitzt. Und ich achte auch immer darauf, dass das Weinlaub, dieses Gezackte, dass das zum Raum guckt, dann ist das auch schön. Aber ihr werdet sehen, wenn da nachher jetzt auch noch Blüten an den Kerzen sind und dadurch, dass es von den Vasen so schön begleitet ist, ist das, und wenn die Kerzen dann auch noch brennen heute Abend, dann wird es richtig schön.
So, wir haben jetzt hier einen riesigen Traubogen. Der ist 2 Meter reichen gar nicht, nein, der ist 2,50 hoch. Das ist echt der Hammer. Und unsere Aufgabe ist es jetzt mit Efeu, mit Eukalyptus, ja, mit so wunderschönen, wildromantischen Materialien und dann auch natürlich mit Gladiolen, mit Olive, diesen großen Bogen malerisch zu gestalten. Und da kommt dann am Schluss auch noch ein bisschen Tuch dran. Also es ist auch, wir brauchen schon Minimum eine halbe Stunde und wir sind jetzt hier auch schon etwas unter Zeitdruck, weil in 1,5 Stunden ist die Trauung und wir wollen eigentlich gar nicht, dass die Gäste alle schon da sind. Und wie wir das Ganze machen ist, wir nehmen einen Wickeldraht. Wickeldraht blende ich euch nochmal ein, ist super brauchbar. Und ich nehme den Wickeldraht und lege Ranken mit dem Wickeldraht an den Bogen an. So. Ranken, Eukalyptus und wickle das Ganze. Ja, das Problem ist, es geht ziemlich schlecht alleine, weil ich muss immer grün nehmen, ich muss es anlegen und von dem her bekomme ich das von meinem Kameramann gereicht. Ja, ich kriege gerade schon signalisiert, wir müssen Gas geben. Und für die Traustühle haben wir uns auch passend was Wunderschönes ausgedacht. Da haben wir orange Bänder und haben einfach nur eine Gladiole an die Stuhllehne gestellt, weil alle Zuschauer, die sind nämlich hier in der Richtung und die können dann ganz toll von der Seite auf dieses Brautpaar gucken. Aber wir müssen jetzt weitermachen. Ich zeige euch am Schluss nochmal, wie der Bogen aussieht, ja? Gleich kommt die Fortsetzung. So, also hier rollen schon so langsam die Gäste an. Wir haben Blütenblätter gestreut, damit die Braut hier entlang von den Bierbänken inmitten von Blütenblättern zur Segnung schreiten kann. Ja, und hier haben wir unseren wildromantischen Traubogen. Aber ich stelle gerade fest, die Tücher fehlen. Wir haben noch eine Kleinigkeit. So, wir haben uns gegen Tücher entschieden und haben gesagt, der Bogen wirkt jetzt ganz toll vor dem Wald und vor der Natur. Und ist jetzt hier ist noch die Kerze, um die Hochzeitskerze anzuzünden. Und dann haben wir die Traustühle. Und jetzt ist hier zu viel Action. Wir müssen jetzt aufhören. Also ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.